Guten Tag. Wir sind hier bei Minecraft und ich bin Semi. So, Spaß beiseite. Wir haben ja hier beim letzten Mal, also in der letzten Folge und davor, hier so ein bisschen rausgehauen, was hier rausgehauen werden musste. Und ich habe ja gesagt, wir machen mal so ein bisschen kurz im Game-Mode hier mal abzählen, weil ich weiß nicht genau, wie breit wir denn jetzt hier sind. Deswegen gucken wir uns das mal an hier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Ich habe nur die inneren gezählt, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich würde echt fast sagen, wir machen das so. 7 mal 7. Ja, doch, machen wir so, ne? 7 mal 7. Dann passt das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Achso, dahin. Gut. Huch. Achso, ja, Game Mode. Ich bin schon drin. So, hat einer von euch ein Thema? Ich weiß gar nicht mehr, über was wir eben gerade geredet haben. Könnt ihr mal, jetzt könnt ihr mal live miterleben, wie vergesslich ich bin. Das ist wie so eine Tagesfliege bin ich manchmal. Eintagsfliege heißt das. Zack. So. Mal gucken, dass wir hier ein bisschen Licht dran machen. Nicht, dass hier irgendwas spawnt. Und um unseren Garten müssen wir natürlich auch mal ein wenig Kummer machen. Jetzt kommt der Ersatz. Der war schon am Anfang tot. Leute, bin mal kurz weg. Muss den Hasen füttern. Ja, dann fütter den Hasen. Viel Spaß dabei. Mittlerweile haben wir ja schon ganz gut. Ich glaube, wir haben ja auch noch ein paar Brote auf Tasch. Und gut genährt sind wir im Moment auch. Dann passt das. Später können wir ja mal ein größeres Feld anlegen. Halt später, wenn wir auch hier angefangen haben, ein bisschen Häuser zu bauen und so. Ach, jetzt sehe ich gerade, wir sind ja da in der Ecke. Das heißt, wenn wir nach da rausbauen, dann haben wir ja noch den ganzen Berg. Wir könnten das innen wirklich so bauen, dass wir dann hier unten zum Beispiel auch einen Ausgang haben. Wir können eigentlich den ganzen Berg ausbauen, vor allem weil der hier halt so eine so steil abfällt. Kannst du da richtig coole Balkone und sowas reinmachen? Ja, wenn ihr so ein bisschen Erschütterung, so ein leises, dumpfes Knallen immer im Hintergrund hört, das ist mein scheiß Nachbar unter mir. Mein Scheißnachbar ober mir, der ist jetzt gerade ruhig, ne? Die Fersenmenschen, das kennt er ja auch schon. Mittlerweile sage ich auch nur noch Scheißnachbarn. Das ist, da nehme ich auch kein Blatt mehr vom Mund. Top. Irgendwann geht da mal hoch mit einem Liter Benzin, oder? Ne, Quatsch. Also so langsam wirklich, so also langsam nervt's. Doll. So. Hier bauen wir mal zu. Und machen wir uns noch mal ein paar Brote. Sechs Brote haben wir. Siehste. Läuft. Und dann können wir nämlich hier schon wieder anfangen, die Seite zu bauen. Und vielleicht mache ich auch noch die Uhr an, damit ich weiß, wie lange wir jetzt. Ne? Ich sag mal so, ungefähr 5 Minuten haben wir jetzt bestimmt gemacht. Das heißt, dann machen wir jetzt noch 10 und dann. Was ist das? Terraforming. Oh ja, Terraforming. Freut mich auch drauf, das wird hier wieder extrem heftig werden. Paddy, was sagst du dazu, dass Batman Arkham Knight vorerst PS4 exklusiv ist? Echt? Mach das gleiche wie mit den Nachbarn. Nee, mach ich nicht. Interessiert mich null.
Ja, ich habe auf jeden Fall die Antwort erwartet, Paddy. Ich bin ja mit Minecraft. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich über das Thema rede. Ich bin ja mit Minecraft mittlerweile auf so einem Level angekommen. Also nicht mit dem Spiel selber, dass ich jetzt, wie manche mir damals geschrieben haben, ja, wie kann ich mitspielen? Ich bin Minecraft-Profi. Echt? Es gibt Minecraft-Profis? Toll. Nee, aber sowas meine ich gar nicht, sondern. Wie fange ich an? Also es ist ja so, dass mir Minecraft natürlich auch irgendwie Spaß macht, ne? Sonst würde ich ja nicht zocken. Und es ist auch so, dass ich mir denke, hey, für euch hier so ein bisschen Let's Play aufnehmen und so, das ist auch ganz cool, ne? Sonst würde ich ja auch das nicht machen. Aber es ist auch so, dass ich natürlich auch die ganzen Kommentare so auf YouTube lese und mir mittlerweile meinen Teil denke. Und ich habe vorhin erst das Thema mit Paddy gehabt, als ich nämlich zu ihm meinte, weißt du, ich bin mittlerweile auf so einem Level angekommen, wo ich sage, hey, wenn das jetzt wirklich sich so durch das ganze Minecraft-Let's Play zieht, dass die Leute einfach nur meckern, 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 dann war das jetzt auf jeden Fall dann die letzte Season. Und ja, das. Habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich euch das mal so sage und mir mal eure Reaktionen bzw. eure Meinung dazu einfach mal so ein bisschen durchlese. Ne? Also, wenn ihr Meinung dazu habt, dann könnt ihr die gerne jetzt mal in den Chat posten. Und dann können wir ja mal so ein bisschen darüber reden. Zack, zack, zack. Und. Huch. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja. Das ist jetzt auf jeden Fall kein Scherz oder so, sondern es ist wirklich meine Meinung. Halt, weil mich das nervt, Leute. Ich meine, ihr werdet es natürlich auch verstehen, hoffe ich. Das macht ja dann mir auch keinen Spaß mehr, ne? Wenn du da aufnimmst und dann lade ich das noch auf YouTube hoch, damit die das angucken können, weißt du, und denken, hey, cool. Und die Leute, dann läuft endlich wieder Minecraft, haben sich ja viele gewünscht und so, weißt du. Und. Also, es gibt natürlich auch noch voll viele gute Kommentare und ich weiß ja, es ist ja immer nur ein kleiner Teil von den Leuten, die sich die Videos angucken, die überhaupt einen Kommentar schreiben und dann auch von den Leuten, die überhaupt erstmal einen Kommentar schreiben, ein ganz, ganz kleiner Teil, der dann da irgendwie so einen Mecker-Kommentar schreibt. Aber es ist einfach unheimlich, ja, nicht nervig, will ich gar nicht sagen. Es nimmt unheimlich ein die Freude an der ganzen Sache. Ne? So. Zack, zack, zack. Hier könnten wir fast so offen lassen. Vielleicht machen wir hier wie so eine Glaskuppel mäßig was. Weiß ich auch nicht. Und wir müssen auf jeden Fall. Nee, nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier auch mal ein paar Fackeln anhängen. Das vergesse ich immer ganz gerne, weil das ja mit dem Shader immer relativ gut ausgeleuchtet ist. So. Zack, zack. Können uns die hier sparen. Vielleicht machen wir an die auch noch einen ran. Sicher ist sicher. Hab hier keinen Bock auf einen Creeper. So. Jetzt spicken wir mal auf der anderen Seite. Wie haben wir es da gemacht? Okay, hier geht die Decke komplett da so lang. Na huch, warte mal. Ach, der ist mit einem Block. Okay. Okay. Nicht okay. Das finde ich jetzt nicht okay. So, aber ich habe ja gesagt, ich gucke mal in Chat. Moment. So. Alter, als ob so heiße Hase nach. Okay. Facecam. Machst du mal mit Facecam. Guck doch seine Podcasts an, dann siehst du ihn. Hast du verpasst? Kacke, ne? Wann? Podcast? Mittwochs, glaube ich. Genau. Die Podcasts kommen mittwochs. Er hat die auch auf YouTube hochgeladen. Kann man sich gerne angucken. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn ihr euch einen Podcast anguckt, guckt euch den Podcast bitte wegen dem Podcast an und nicht, weil da irgendwie eine Facecam ist. Ansonsten werdet ihr extrem enttäuscht sein.
Denn es ist ein Podcast. So. Zack. Wie habe ich denn das bei denen gemacht? Ach, da geht's durch. Okay. Zack, zack. Das mag mir schon gefallen. Wie gesagt, das hübschen wir alles noch auf. Auch diese Säulen hier. Da habe ich schon eine Idee. Warte mal, das gucken wir uns mal an. Oh. Warum haben wir denn Steine gebrannt? Weiß ich nicht warum. Wie war denn das? Bruchsteinmauer. Ich will das mal ausprobieren. Mal gucken, wie das aussieht. Oh, ist dunkel. Kann man natürlich hier keine Fackeln aufhängen. Wie kommt denn, wenn wir so machen? Wenn dann bis unten, ne? Weiß ich nicht. Wir können ja mal hier die Seite so machen. Weiß ich nicht, Leute. Ja. So. 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 Irgendwelche Meinungen dazu? Ich meine, irgendwie sieht es ja interessant aus, ne? Weiß ich nicht. Gefällt mir das? Irgendwie sieht es interessant aus, ja. Arbeite doch mit Zaun. Noch nicht. Noch nicht. Es sieht so komisch aus, weil das hier unten so komisch endet. Der war toll. Aber so vielleicht. Oder wir machen da Zaun zwischen. Verbindet sich Zaun und Mauer? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß nicht, Leute. Ich überlege gerade, ob wir nach oben hin durchbauen. Also, dass das quasi hier offen ist. Das wäre vielleicht auch gar nicht so ungeil, wa? Hast du eine beleuchtete Tastatur? Nö. Eigentlich sieht es nicht so schlecht aus. Man muss sich bloß dran gewöhnen, glaube ich. Machen wir mal. Man muss ja auch mal was Neues ausprobieren, wa? So. Diese Mauerdinger sind neu, oder? Nee. Die gibt's bloß, glaube ich, in der... Ich weiß nicht, ob es das in der Konsolenversion gibt. Du weißt schon, von dem Spiel auf der Konsolenversion, was ja ganz anders ist. So. Zack, da kommt der hin. Ich finde das ganz okay. Vielleicht machen wir hier wirklich noch einmal so und dann kann man hier wie so ein Rondell machen. Dann kannst du nämlich immer hier stehen und dann nach oben rausgucken, wenn wir das oben wirklich offen machen.
Ich glaube, dass hier unten in der Dwemer Stadtruine, in der Zwergen-Dwemer Typi-Dings da, das wird viel mit Experimentieren ausprobieren werden. Wie gesagt, ich baue hier die ganze Zeit eigentlich total planlos und hoffe, dass es dann irgendwann mal relativ okay aussieht. Aber bis jetzt, also was wir bis jetzt gebaut haben, find ich gar nicht so schlecht. Auch wenn ich mir hier an der Stelle mal einen Kopf stoße. Wo natürlich der Jonas war das, glaube ich, recht hat, wenn er sagt oder wenn er schreibt, dass das hier ein bisschen gedrungen aussieht, ein bisschen eng. Aber es ist halt eine Zwergenstadt, ne? Die waren nicht so groß wie wir. Ja, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Hier im Livestream geht's natürlich gleich weiter mit der nächsten Folge nach einer kurzen Pause. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß im Livestream und auch ihr jetzt auf YouTube. Wenn ja, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr denn mögt, ich bin und bleib auch da noch euer Semi. Bis dahin, macht's gut. Ciao.